Warum lässt du dich so leicht beunruhigen und verwirren? Überlass doch mir deine Sorgen und alles wird sich beruhigen. Sich mir hingeben heißt nicht, sich ängstigen und verzweifeln, um dann ein erregtes Gebet an mich zu richten, damit ich dir beistehe. Sich mir hingeben heißt vielmehr, die Augen der Seele ruhig schließen und sich mir überlassen, damit ich allein dich ans andere Ufer trage, wie ein schlafendes Kind auf den Armen seiner Mutter. Das, was dich durcheinander bringt und dir so sehr schadet, ist dein Grübeln und Nachsinnen, dein Sorgen und Abquälen, weil du meinst, du müsstest um jeden Preis alles selbst tun. Wie vieles kann ich wirken, wenn die menschliche Seele sich in ihren geistigen und materiellen Nöten und Bedürfnissen an mich wendet, wenn sie sich bemüht, mich anzuschauen, mir voll Vertrauen zu sagen: Sorge du. Du musst die inneren Augen schließen und in meinen Armen ruhen. Im Leiden betest du, dass ich es dir nehmen soll, aber ganz so, wie du es dir vorstellst. Du wendest dich zwar an mich, willst aber, dass ich mich deinen Vorstellungen anpasse. Dabei seid ihr wie Kranke, die den Arzt um eine Behandlung bitten, ihm jedoch vorschreiben, wie er handeln soll. Mach es doch nicht so, sondern bete, wie ich es dir im Vaterunser gelehrt habe. Geheiligt werde dein Name, und damit ist gemeint: Jesus, sei doch du verherrlicht in meiner Not und Bedrängnis. Wenn du betest, dein Reich komme, dann ist gemeint: Alles trage dazu bei, dein Reich in uns und in der Welt aufzubauen. Wenn ihr betet, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden, so ist gemeint: Jesus, verfüge du in meiner Angelegenheit, wie es besser für mich ist, hier auf der Erde und für das ewige Leben. Wenn du mir wirklich sagst, dein Wille geschehe oder sorge doch du für mich, so greife ich mit meiner ganzen Allmacht ein und löse die schwierigsten Situationen. Wenn du siehst, dass das Übel sich verschlimmert, statt sich zu bessern, dann beunruhige dich nicht. Schließe wiederum die Augen deiner Seele und deines Herzens und sprich voll Vertrauen: Dein Wille geschehe, sorge du, o Herr. Ich verspreche dir, dass ich mit meiner ganzen göttlichen Allmacht sorgen und eingreifen werde. Ja, dass ich auch ein Wunder wirken kann, wenn es nötig ist. Richte deinen inneren Blick ganz auf mich. Lege die Gedanken an die Zukunft wie eine Versuchung ab. Ruh einfach in mir. Glaube an meine Güte, und ich beschwöre euch gleichsam bei meiner Liebe: Wenn du so zu mir sagst, sorge du,
dann werde ich voll und ganz sorgen, dich trösten, dich befreien, dich führen. Und wenn ich dich dann einen anderen Weg führen muss als den, den du meinst, dann trage ich dich trotzdem auf meinen Armen. Du wirst nur schlaflos, wenn du alles abschätzen und erwägen, alles erkunden und bei allem mitdenken willst. Der Böse will unbedingt, dass du in Unruhe und Verzweiflung bist, um dich so meinem Wirken und meiner Liebe zu entziehen, damit du dich ganz ans menschliche Denken und Handeln hingibst. Deshalb vertrau mir ganz, ruhe in mir. Gib dich in allem mir hin, wann immer du siehst, dass sich alles noch mehr verwickelt, dann sage mit geschlossenen Augen, mit den geschlossenen Augen deines Herzens, Jesus, sorge nun du. Mache es so, und du wirst große, andauernde, jedoch stille Wunder erleben, die das Vertrauen und deine Liebe zu mir stärken. Ich, dein Gott, werde sorgen. Ich versichere es dir.